Moin, heute mal inspiriert von Opi Wolle. Opi Wolle. Und Opi Wolle ist Schütze, Jäger, Kumpel, alter. Und Opi? Optisch genau wie familiär. Nicht so gut, Opi. Opi Wolle hat uns auf die Idee gebracht, wir könnten ja auch mal wieder einen Halbautomat in 308 auspacken. Recht hat er. Hähnel CR 308. Tolles Teil. Aber, liebe Sula, mal ganz ehrlich, 3000 Euro oder mehr Gewehr in so einem labbrigen Karton, um nicht Kackkarton zu sagen. Ehrlich, jetzt. Das muss doch nicht sein. Ein bisschen mehr Liebe, schönen Koffer. Das ist doch. Das macht man nicht. Packen wir sie trotzdem jetzt mal aus. Das ist schon ein geiles Teil. Dann nehmen wir das gute Stück mal hier raus. Also das mit dem Karton, das ist echt. Nein, sowas stört mich. Sowas ist lieblos, sowas ist nicht gut für Made in Germany. Ist nur ein Karton, klar, nichts mit der Waffe zu tun, aber da geht es einfach ums Prinzip. Gut, ändern kann ich es eh nicht. Hennel CR 308, Kaliber 308 Win, sagt der Name schon. Halbautomatische Büchse. Das Tolle an der Hennel ist unter anderem verstellbarer Gasblock, Rotex-Schalldämpfer vorne drauf geklippt, super Sach. Das ist eine Variante mit Matchabzug. Wir haben sie ausschließlich mit Matchabzug bestellt, weil Opi Wolle hatte seine ursprünglich mit Direktabzug. Und der war so kacke, also der war nicht gut, den hat er dann umrüsten lassen auf Matchabzug und jetzt ist das Ding auch jagdtauglich. Ist ein echt tolles Gewehr, die Verarbeitung ist echt top. Ich weiß nicht, wenn man das so von links nach rechts durchs Bild schiebt oder von dem anderen links zum anderen rechts. Das verstehe ich auch unter Made in Germany. Die ist 1A verarbeitet, also wirklich, man findet nichts dran, wo man sagt, ah, das stört mich ein bisschen oder da fehlt nichts. Es passt auch alles, muss man sagen. Wie gesagt, mit Matchabzug, der andere Abzug etwas ungewohnt ist. Bei den Standard-AR-Schäften drückt man immer hier bei den Amis. Hier drückst du halt hier vorne dein Knöpfchen. Wir haben, wie gesagt, Varianten mit Matchabzug. Traum. Lohnt sich auf jeden Fall. Viel mehr gibt es auch nicht mehr Mama, Papa, Auto. Ist eine tolle Waffe. In einem scheiß Karton. Entschuldigung, aber der Karton kriegt mich bei sowas. Naja. Bei den Fakten bleiben. Tolle Waffe. Funktioniert auf der Jagd, funktioniert beim Sport. Kaliber 308 Win. Gibt's natürlich unter anderem auch bei uns. Gewicht ist halt AR10. Ein paar Ölflecken noch, die man wegmachen kann. Gut, nein, toll. CR308 kann man mal machen. Opi Wolle, vielen Dank für die Inspiration. Komm dann das nächste Mal auch mit einer vorbei.
ob ich wolle. Kleine Speed Steel Challenge. 200 Meter. Einfach Bescheid geben. Aber du bist ja jetzt schon im hohen Alter, wo man sich so Wettbewerben nicht mehr stellen muss. Ich gehe dann mal. Tschüss.